Hallo zusammen, ich bin Dallas Hiller und heiße euch herzlich willkommen zum neuesten Test von Gamers Global. In Minecraft Dungeons kommt zwar der altbekannte Klötzchen-Look zum Einsatz, das Spin-Off eifert aber spielerisch Hack-and-Slays wie Diablo nach. Im Sinne der Kinderfreundlichkeit wird das Prinzip aber stark vereinfacht, was nicht nur Positives mit sich bringt. Wie schon der Genre-Kollege Wolzen, Lords of Mayhem, verzichtet Minecraft Dungeons auf feste Klassen. Euren Charakter wählt ihr aus vorgefertigten Skins, die abgesehen von der Optik nichts verändern. Die Fähigkeiten, die euer edler Recke einsetzt, legt ihr außerdem nicht in Skilltrees fest, sie werden von den Artefakten bestimmt, die ihr mit euch führt. Ob Feuerwerksrakete oder Zauberpilz, der euch stärker macht, Mana verbraucht keines der Artefakte. Stattdessen müsst ihr einfach warten, bis der Cooldown vorbei ist und dürft die Fähigkeiten dann wieder einsetzen. Etwas anders sieht das bei Artefakten aus, die Seelen nutzen. Diese erhaltet ihr von erledigten Gegnern. Durch seelenbasierte Skills heilt ihr euch beispielsweise oder feuert mit einem magischen Würfel einen imposanten Laserstrahl ab. Neben den Artefakten führt ihr außerdem stets einen Nahkampf- und eine Fernkampfwaffe mit euch. Ihr müsst also situationsbedingt entscheiden, ob ihr direkt in die Gegnermassen springt, sie lieber aus der Ferne behagt oder eure Artefakte nutzt. Eure Waffen und Rüstungen verbessert ihr mit Verzauberungspunkten, die ihr durch Level-Ups verdient. So machen sie mehr Schaden, eure Artefakte sind schneller wieder einsetzbar oder ihr habt die Chance auf einen Mehrfachschuss. Im Lager, das als Hub-Level fungiert, warten zwei Händler auf euch, die eurem Level entsprechende Ausrüstung gegen gefundene Edelsteine verkaufen. Soweit, so gut. Allerdings gibt es ein großes Problem bei der Sache. Ihr erhaltet nur zufällige Gegenstände und könnt nicht gezielt shoppen. So gebt ihr schnell hunderte Edelsteine für unbrauchbaren Mist aus. Allerdings kommt ihr anders nur schwer an Loot. Denn in den Levels selbst findet sich nur höchst selten neue Ausrüstung und auch versteckte Kisten sind Mangelware. Der Hohn ist, selbst wenn ihr einmal ein solches Geheimnis entdeckt, sind oftmals nur ein paar Edelsteine enthalten. Aus Looten und Leveln wird bei Minecraft Dungeons also schlicht Leveln. Das ist insofern schade, da das Kampfsystem grundlegend wirklich Spaß macht. Ihr haut haufenweise Gegner zu klumpigem Matsch, die Minecraft-Optik ist auch aus der isometrischen Perspektive durchaus gelungen. Und zu einfach wird das Geschehen nicht nur dank diverser Nebenbosse wie dem Enderman und echter Obermotze wie dem namenlosen Zauberer nur selten. Die Levelarchitektur ist zwar kein Highlight, dank diverser Fallen oder auch Sprungplattformen gibt es aber immer wieder nette und abwechslungsreiche Elemente. Solltet ihr euch doch einmal unterfordert fühlen, ist das auch kein Problem. Vor Beginn eines jeden Levels dürft ihr den Schwierigkeitsgrad festlegen. Damit ihr nicht in die Falle lauft und über eurem Niveau spielt, wird euch stets angezeigt, welche Stufe für eure Ausrüstungsstärke ist. Besonders im Koop-Modus solltet ihr die Schwierigkeit hochdrehen, da das Spiel besonders zu Beginn sonst extrem einfach werden kann. Allerdings leistet sich Minecraft Dungeons just im Bereich Schwierigkeitsgrad bei den letzten beiden Levels massive Ausfälle. Während ich alle Abschnitte davor auf der empfohlenen Stufe als einigermaßen entspannten Wald-, Wiesen- und Wüstenspaziergang wahrgenommen habe, habe ich den vorletzten Level nur mit knapper Not und den letzten gar erst geschafft, als ich ältere Abschnitte wiederholt hatte. Und das, obwohl ich über dem vorgeschlagenen Level lag. Warum Mojang das Spiel so designt hat, kann ich allerdings ziemlich einfach mutmaßen. Inklusive Backtracking sind 4 Stunden Spielzeit für die teilprozedural generierten Levels eben nicht sonderlich prickelnd. Nach dem Abschluss erhaltet ihr zwar einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad, wodurch ihr alte Levels erneut angehen könnt und auch neue Artefakte und Ausrüstung gibt es, aber das macht den Kohl nun wirklich auch nicht mehr fett. Dass ich übrigens nicht auf die Story rund um den Erz-Illager eingehe, der die Welt unterjochen will, hat einen simplen Grund. Sie ist an Belanglosigkeit kaum zu überbieten. Du musst die Dorfbewohner vor dem bevorstehenden Kampf warnen. Du bist ihre einzige Hoffnung. Ich kloppe mir mal ein Fazit zusammen. Minecraft Dungeons ist durchaus für ein paar spaßige Hack-and-Slay-Stunden gut. Allerdings nicht wegen dem klassenlosen System oder weil es tolles und zahlreiches Loot oder vielfältige Möglichkeiten bei der Varianz in eurem Spielstil bieten würde. Vielmehr ist es die gut funktionierende Spielmechanik, die ich am ehesten als ein Diablo-Lite bezeichnen würde. Ihr haut, schießt und zaubert, dass der Bildschirm nur so wackelt. Abgesehen von den Balancing-Problemen bei den letzten beiden Levels, überzeugt auch der in vielen Stufen anpassbare Schwierigkeitsgrad und bietet zumindest einen Hauch von Wiederspielwert.
Aber auch wenn Minecraft Dungeons durchaus seine guten Seiten hat, so ist doch deutlich spürbar, dass man aufgrund des verwendeten Markennamens wohl eher jüngere Spieler als Zielgruppe im Visier hatte. Die Optik finde ich sogar ganz charmant. Die Soundeffekte könnten hier und da etwas wuchtiger sein, passen aber zum Geschehen. Aber das sehr seichte Spielprinzip und der gänzliche Verzicht auf einen Skilltree dürften Genre-Fans schnell die Lust rauben. Auch wenn sie durchaus ein paar spaßige Stunden, besonders im Koop, mit dem Titel verbringen könnten. Nur eine Offenbarung, die solltet ihr tatsächlich nicht erwarten. Meine Wertung lautet 6,5 von 10. Diesen Test gibt es als Audio, Video und Text. Weitere Infos auf gamersglobal.de. Wenn ihr uns auf YouTube zuseht, dann lasst doch ein Like und ein Abo da.